Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Im letzten Video, in dem Mega Unboxing Video, habe ich euch ja ganz kurz den Polizeiroboter von Playmobil gezeigt. Und heute packe ich ihn aus und stelle ihn euch ausführlich vor mit seinen Funktionen und mit dem Zubehör. Das Set habe ich bei Amazon gekauft für 14 Euro. Und bei dem Set sind zwei Figuren dabei, einmal der Polizist, ein Bösewicht, der riesige Polizeiroboter, dann TNT, Dynamitstangen, ein Feuerzeug, um das Ganze anzuzünden, natürlich nicht in echt, und ein Schild. Und jetzt geht's ans Auspacken. Bist du schon gespannt, was drinnen ist? Ja. Was wird da wohl sein? Ja. Ja. Cool, ein Haufen Tüten. Haben wir hier. Das ist ein Teil vom Roboter. Hier dieser Überrollbügel oder Käfig. Der Helm. Hier in der Tüte befindet sich die Anleitung und die Füße vom Roboter. Guck mal, die silbernen Füße. Mhm. Und ja, noch ein paar Kleinteile. So, hier in der Tüte der Polizist und der Bösewicht. Hier noch die nochmal zwei kleine Teile und die Aufkleber. Und das sind dann die Teile vom Arm. Nein, vom Fuß. Vom Fuß? Ja, genau. Das sind von den Beinen. Genau. Von den Beinen die Teile. So, hier nochmal die Beine. Dann kommt die Tüte mit den Aufklebern. Alles extra verpackt. Hätten jetzt auch alles in eine Tüte packen können. Weiß nicht, warum das hier alles extra verpackt wird. Ist auch nicht gerade umweltfreundlich. So. Das sind die Teile. Hier sieht man dann nochmal die Aufkleber. Police und die Warnaufkleber. Also vor der Sprengung. Und hier nochmal so ein Monitor. Und hier die Figuren. So, und hier die letzte Tüte. Mit den Füßen auch wieder extra verpackt. Also es ist schon ein Haufen Plastikmüll. So. Insgesamt hat das Set 50 Teile und hier dann noch die Aufbauanleitung. Und jetzt habe ich den Roboter teilweise schon zusammengebaut. Ein Bein habe ich schon angebracht, die Aufkleber aufgeklebt, das Cockpit hier befestigt. Und jetzt zeige ich euch, wie man so ein Bein zusammenbaut. Dann nimmt man den Fuß. Hier das Teil wird dann hier aufgesteckt. Dann geht es hier weiter. So, und das Bein ist schon fertig. Und das wird jetzt hier an der Seite angebracht. Braucht man viel Kraft, da muss man das hier auf das Gelenk aufstecken. So. Und schon hat der Roboter seine Beine. Jetzt mache ich hier die Hände fertig oder die Greifer von dem Roboter. Die werden hier eingesteckt. Und dann der dritte.
So, und ist schon fertig. Und dann kann er dann richtig zupacken und den Verbrecher schnappen. Lässt sich auch drehen. Und die werden dann hier am Arm befestigt. Geht ein bisschen schwer rein, da muss man fest drücken. Und hier auf der anderen Seite so, und jetzt hat er schon seine Hände, seine Greifer. Und jetzt ist der Polizeiroboter fast fertig. Fehlt nur noch dieser, ja, dieser Käfig oder Überrollschutz. Da werden an der Seite noch so Verblendungen angebracht. Jeweils links und rechts. Und ist dann auch markiert, welches rechts und links hinkommt. Hier ist ein R. Und hier innen ist auch ein R. Und die werden dann hier aufgeklipst. So. Und dann sind hier so zwei Halter. Und die werden dann hier oben aufgesteckt. So. Und der Roboter ist fast fertig. Ich sehe gerade, ich habe noch die Schläuche vergessen. Die kommen hier an der Seite hin. Die werden dann so aufgesteckt. Links und rechts jeweils einen. Dann kommt hier noch einer rein. So. Und der Polizeiroboter ist fertig und einsatzbereit. Die Arme, die Greifer lassen sich hier verstellen und drehen. Der Bügel lässt sich hier verschließen und die Beine lassen sich hier auch mehrfach verstellen. Sieht cool aus hier von hinten und der ist auch richtig groß. Nur zum Vergleich, da gibt es ja den Klino-Roboter. Kann man hier mal sehen. Also der Polizeiroboter ist ein gutes Stück größer. Und jetzt zeige ich euch noch die Figuren. Und als erstes seht ihr hier den Polizisten mit einem Schutzhelm, grünlichem Visier, einer Weste, wo Police draufsteht, dann die Standard Uniform in dunkelblau, Handschuhe und schwarze Stiefel. Und hier seht ihr noch das Zubehör, Dynamitstange, so ein ja, Feuerzeug oder so ein Anzünder, den der Verbrecher in der Hand halten kann. Dann noch so ein Warnschild, Warnung vor der Explosion. Und jetzt seht ihr hier diesen Bösewicht. Er hält so eine fette TNT-Stange und eine Dynamitstange in der Hand. Und er sieht richtig gruselig aus, so ein durchgeknalltes Gesicht, so eine Jacke, so eine zerfranste grüne Hose. Und bei der Figur gibt es eine Besonderheit. Man kann das Gesicht wechseln. Jetzt sieht man hier nochmal dieses verrückte Gesicht. Dann kann man hier die Haare abnehmen und den Kopf drehen und dann hat er so ein normales Bösewicht-Gesicht. Die Haare wieder drauf. Und hier seht ihr nochmal das komplette Set, der Polizeiroboter mit dem Polizisten und dem Bösewicht. So, und wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch das Set erklären und ja, auch helfen, zu einer Kaufentscheidung zu kommen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich wirklich riesig freuen. Teilt das Video. Ja, und dann bis zum nächsten Video, euer Ceratus 1.